Wenn euch unser Inhalt gefällt, dann drückt bitte den Like-Button und teilt dieses Video mit euren Freunden. Stellt sicher, dass ihr bis zum Ende dran bleibt, um spannende Updates nicht zu verpassen. Und vergesst nicht, eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren zu hinterlassen. Willkommen bei unserer erweiterten Anwendung, wo grafische Benutzeroberflächen auf Dateikompression in Python treffen. Import von Canvas für unsere Anzeige und File-Dialog für die wichtige Ordnerauswahl. Das ZIP-File-Modul tritt wieder in Aktion, unser treuer Begleiter für alles rund ums Zippen. Und vergessen wir nicht OS, das uns die Macht gibt, mit dem Betriebssystem zu interagieren. Diese verbesserte Funktion komprimiert nicht nur eine Datei, sie komprimiert ein ganzes Verzeichnis. Zuerst prüfen wir, ob ein Verzeichnis ausgewählt wurde. Wir wollen ja nicht die Luft komprimieren, oder? Die ZIP-Datei wird denselben Namen wie der Ordner tragen, wie Zwillinge. Eine ZIP-Datei öffnen, bereit, unser ausgewähltes Verzeichnis zu umschließen. Wir gehen durch das Verzeichnis und katalogisieren jeden Eintrag. Jede Datei ist ein Schatz, und ab ins ZIP damit. Wir bahnen den Weg zu jeder Datei. Und legen sie ins ZIP, schön warm und gemütlich. Eine kleine Nachricht, um zu sagen, alles erledigt. Hier ist die Funktion, die unseren Benutzern erlaubt, den Ordner auszuwählen, den sie komprimieren möchten. Wahl ist Macht. Ein Dialogfenster erscheint, wir laden den Benutzer ein, seinen Ordner zu wählen. Was auch immer Sie wählen, wir komprimieren es. Es ist wie ein Zaubertrick, aber man erhält eine ZIP-Datei. Ah, das Hauptfenster. Unsere Bühne für dieses kleine Kompressionsdrama. Ein Titel, der Aktion verspricht. ZIP-Ordner Ersteller. Die Leinwand, eine weite Fläche wartet auf unser ZIP-Symbol. Die Leinwand erhebt sich, bereit für ihre Rolle in unserer GUI. Das ZIP-Symbol. Unser visueller Bote von Kompression und Verpackung. Zentrum der Bühne für unser Symbol, bitte. Lass es leuchten. Ein Knopf, der ruft, wählen und komprimieren. Und ins Fenster geht es, ein Leuchtfeuer der Interaktion. Der Vorhang hebt sich. Unsere Anwendung wartet, bereit, auf jeden Befehl des Benutzers zu reagieren. Wir haben gerade gesehen, wie das Programm funktioniert und uns die Ergebnisse angeschaut. Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie den Inhalt nützlich fanden, vergessen Sie bitte nicht, zu liken, zu abonnieren und mit anderen zu teilen, die davon profitieren könnten. Wenn Sie tiefergehende Unterstützung oder Ingenieurberatung benötigen, besuchen Sie iprogrammer.com.